Weiter geht es mit Mass Effect. Moin moin, hier ist der Angelus. Wir sind in der Forschungsanlage, wo die Rachni ausgebrochen sind. Eine sehr, sehr, sehr gefährliche Alien-Spezies. Und im Codex-Eintrag können wir uns nochmal anhören, was es mit dem noch auf sich hat. Und hier sind wir nämlich bei außerirdische, ausgelöschte Völker. Und da sind natürlich auch die Rachni mit drin. Vor ihrer Auslöschung waren die Rachni eine immense Bedrohung für alle Völker des Ratsektors. Als einige Raumforscher vor über 2000 Jahren fahrlässig ein Massenportal zu einem unerforschten System öffneten, trafen sie auf eine bis dahin unbekannte Lebensform. Ein raumfahrendes Insektoidenvolk mit einem Gemeinschaftsbewusstsein. Leider erwiesen sich die Rachni als ein kriegerisches Volk. Und so wurde die Galaxie in eine Reihe Kriege gestürzt, die als die Rachni-Kriege in die Geschichte eingingen. Trotz aller Bemühungen um Verhandlungen konnte kein Kontakt mit den Königinnen, die dieses Volk aus den Tiefen ihrer giftigen Heimatwelt heraus anführten, aufgenommen werden. Das Eingreifen der Kroganer beendete die Rachni-Kriege. Die Kroganer können auch in lebensfeindlichsten Umgebungen überleben und waren dadurch in der Lage, die Königinnen selbst in ihren Nestern anzugreifen und die besetzten Systeme des Ratssektors zurückzuerobern. Aber auch noch auf dem Rückzug vor den Kroganern in ihre Heimatwelt weigerten sich die Rachni aufzugeben. Am Ende löschten die Kroganer sie in der gesamten Galaxie aus. Ja, da waren die Kroganer dann gern gesehen, ne, von den Salarianern, weil sie die Rachni halt ausgelöscht haben. Bis zum letzten, komplett weg, weil die da in der giftigen Atmosphäre überleben konnten. Aber danach waren halt die Rachni nicht mehr die Bedrohung, die waren ausgelöscht. Danach waren die Kroganer ein wenig zu stark und die Bedrohung. Tja, und was haben die Salarianer dann gemacht? Angefangen, die Kroganer unter Kontrolle zu bringen und die sterilisiert haben. So kann's gehen, ne? Die Rachni-Kriege, da waren sie die Helden. Und danach waren sie einfach wieder zu viel. Das ist schon eine coole Geschichte. Hier komme ich gar nicht weiter. Ich muss jetzt hier die Säuberung einleiten. Verbindung wird hergestellt. Ich habe vollen Zugang zur Einrichtung und stehe Ihnen zur Verfügung. Vollen Zugang diesmal. Okay, die Neutronenreinigung. Ich brauche Informationen über die Neutronenreinigung. Die Neutronenreinigung ist ein Absicherungssystem innerhalb des Isolationsbereichs. Im Falle eines unwiederbringlichen Eindämmungsverlustes wird es eingesetzt, um die Situation zu klären. Okay. Klären klingt sehr final. Was genau macht dieses Ding? Die Reinigung ist eine Neutronenexplosionswaffe. Zwei Einheiten spaltbarer Materialien werden zusammengeführt, um eine kritische Masse zu formen. Ein Großteil der Energie wird in Hochgeschwindigkeitsneutronen umgewandelt. Die radioaktive Strahlung tötet sofort jede uns bekannte Lebensform innerhalb von 500 Metern. Wir sollten besser keine der Steuerungen anfassen, ohne die Anleitung gelesen zu haben. Das ist ratsam für alle Systeme innerhalb dieser Einrichtung. Wer liest denn bitte Anleitung? Hallo? So, Matriarchin Benicia, ist sie noch da? Gibt es hier eine Asari? Eine Asari, die ich nicht identifizieren kann, steht neben Ihnen. Wie man virtuelle Intelligenzen tolerieren kann, die alles wörtlich nehmen, ist mir ein Rätsel. Laut meiner verbliebenen internen Sensoren sind keine weiteren sichtbar. Oh mein Gott, eine Asari steht neben mir. Wie konnte ich das nicht mitbekommen? Ja, ja. Aber gut reagiert von Liara, das war super. Okay, nee, Rachni. Wie viele Rachni sind hier? Tut mir leid. Das Sensorennetzwerk ist zu beschädigt, um eine präzise Zählung durchführen zu können. Und schätze? Lass mich deine präziseste Schätzung hören. Schätzen liegt außerhalb meiner vorgegebenen Parameter, Commander. Ah, dumme KI, ey. Sonst noch irgendein Lagebericht? Wie ist der Status der Einrichtung? Kontaminationsleck im Labortrakt Gamma. Das Neutronenreinigungssystem ist betriebsbereit, wurde aber noch nicht scharf geschaltet. Okay, wir müssen die E starten. Neutronenreinigung starten. Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht, ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Unverständliches Murmeln. Sic Semper Tyrann. Dieser Code war nicht richtig. Bitte melden Sie sich umgehend beim Sicherheitsdienst zwecks Arrest und Verhör. Wer könnte diese Codes haben?
Verwaltungsleiter Jaroslav Tatarkovsky oder jeder andere Verantwortliche von Bin Hex. Warum hat er uns das eben eigentlich nicht mitgegeben, der Vogel, ey? Wir rücken weiter vor. Ich melde Sie ab, Commander. Super, wie sie gesagt hat, melden Sie sich bitte da zwecks Inhaftierung und so. Hm, mach ich gleich. Das hätte er uns ja eben noch sagen können, dass wir da so einen Code für brauchen. So ein Spinner. Je schneller wir von diesem Kühlschrank... Ja, ich weiß. Ich fühle mich gerade nicht so gut. Wie löse ich die Reinigung aus? Wie aktivieren wir die Reinigung? Die Sicherheitssteuerung ist in der Nähe. Sie müssen nur den Schlüssel einstecken. Dann gebe ich Mira den Befehl. Hinter dir! Aua. Käfer. Okay, der ist weg. Wo ist seine Leiche? Da, wir müssen uns den Code beschaffen. Armer Yorick. Ich kannte ihn. Ja, der hat es nicht geschafft. So, gleich auf jeden Fall speichern nochmal. Zur Sicherheit. Denn, der Timer läuft dann die ganze Zeit runter, wenn ich mich nicht... Irre. So war es, glaube ich, früher mit dem Timer. So, was sagt das Tagebuch? Hochsicherheitser, erworbener Code. Sie verfügen jetzt über den Code, um die Steuerung der Neutronenreinigung zu übernehmen. Jetzt müssen Sie nur noch Mira befehlen, den Countdown einzuleiten. Ja, vorher speichern. Noveria. Komm schon. So, jetzt geht's los. Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht, ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Ich habe den Code. Der Code lautet 875-020-079. Code Omega, lokale Ausführung. Bestätigt. Code Omega wird in 120 Sekunden ausgeführt. 120 Sekunden? Gibt's doch nicht mehr alle. Woo! Alter, wie viele? Guck dir mal das Radar an. Ich muss hier aber raus. Guck da, aua. Das ist ein EP-Farm, Alter. Darf ich es hier raus, aus dem Raum? Ja. Puh, na gut, die roten Flecken sind nicht alle in diesem Raum. Die sind auch links, rechts und so verteilt in der Station. Wir haben nur noch eine Minute. Kommt schon, wir fahren hoch. Alter. So, jetzt muss ich auch nicht mehr schätzen. Jetzt haben wir gesehen, wie viel hier drin sind. Das war die Explosion. Stufenaufstieg. Hihi. Jetzt gehen wir wieder hoch und erklären den anderen, hey, wir haben unten das Labor gesäubert. Neutronenreinigung war da abgeschlossen. Dann kann er uns nochmal in das andere Labor reinlassen, wo der Turianer vorstand, der uns nicht reinlassen wollte. Weil wir ja kein Spectre sind. Wo sind die Wachen hin? Die Wachen sind weg. Hier was passiert? Habe ich was verpasst? Da steht er. Tut mir leid, Shepard. Wir haben Anweisungen von Benicia. Feuer! Ah, Benicia hat sie unter Mind Control. Deswegen waren die auch so abwesend, ne? Oder so abweisend zu mir. Besonders die Asari da, die da meditiert hat. Boah, der hat gleich sofort meine Waffe überhitzt. Sack. Hinter mir ist noch einer. Oh ne, der ist da in der Tür drin, okay. Wer sniped da eigentlich, ey?
Also das ist Liara mit einem Snipe, ey. Was bist du denn hier, du eiskalte... eiskalte Killerin. Der ist da runtergefallen. Aber lebt noch. Das ist ja auch doof. Für ihn auf jeden Fall. Komm um die Ecke. Ich weiß, dass du da bist. Ach nee, das sind die Drohnen. Okay, jetzt können wir hier durchgehen. Hier ist jetzt mich offen. Aha. Keine Chance habt ihr. Ihr müsst nicht extra aufstehen, wenn ich in den Raum komme. Die Kiste ist auf ihn drauf. Gib ihm. Kann er da noch aufstehen? Oh. Aber er war gut eingeklemmt. Sehr gut gemacht mit der Kiste. Dankeschön. Das ist sie mit der Pumpgun, Alter. Die ballert mit der Pumpgun hier alle Kisten einfach mal so um. Ich hätte auch auf die Fässer da schießen können, aber so ging's auch. Okay, das ist wieder so eine Schleuse. Und die führt zum nächsten Fahrstuhl. Wieder nach unten. Tja, Benesia wurde also hergeschickt von Saren, um die Rachni irgendwie mit unter die Kontrolle zu kriegen. Aber sie hat hier die ganzen Typen und Sicherheitsarbeiter alle auf ihrer Seite. Und die Wissenschaftler. Hopp. Brandmunition, nice. Doppeltür, krass. Wo geht's da hin? Zum Labor. Und hier auch wieder... zu irgendwelchen Spins. Ist da Rüstung drin oder so? Schrotflinte, Pistole. Zurzeit verfügen sie über 136 Gegenstände. Sie erreichen bald das Gegenstandslimit. Ja, weil es immer nur irgendwelche Kackwaffen sind, ey. Ich verstopfe mein Inventar so. Denke ich mal alles verkaufen oder wegschmeißen. Warte mal, hier ist ein Tunnel? Aber das ist auch nur gespinnt. Soll ich jetzt da lang gehen oder zum Labor? Ist doch fürchterlich. Die Anlage ist zu groß. Ich gehe mal kurz hier durch. Irgendwas schmilzt hier. Das Eis schmilzt. Ein Mitarbeiter. Da oben ist noch einer. Der steht hier hinter, hört auf zu schießen. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen, oder? Das ist hier der Turianer, der mich hier nicht durchlassen wollte. Und das ist immer noch Quarantänelabor, ist für immer noch verriegelt. Jetzt bin ich von der anderen Seite gekommen, also. Ja. Interessant. Hier der Gang war aber vorher auch gar nicht verfügbar. So kommt man da also auch durch. Muss ich mir merken für den Rückweg. Vielleicht ist dieser Weg dann hier sicherer, dass ich da durchgehe. Da komme ich auf jeden Fall auch wieder Richtung Bahnhof. Okay. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Aber der Volus war gar nicht mehr da, ne? Vielleicht ist er ja gar nicht verrückt geworden, sondern der Einzige, der nicht unter Matriarchen Benesias Band steht. Da ist sie ja, da oben. Da ist Benesia.
Speichern wir hier nochmal, bevor wir mit dir quatschen. So, jetzt geht's los. Sie wissen nicht, wie es ist, eine Mutter zu sein. Leben zu erzeugen bedeutet Macht. Ein Leben zu formen, ihm Zufriedenheit oder Verzweiflung zu verleihen. Ihre Kinder sollten die unseren sein. Aufgezogen, um Sarens Feinde aufzuspüren und zu töten. Erwarten Sie kein Mitgefühl. Ganz gleich, wen Sie in diese Konfrontation noch mit einbringen. Ganz egal, wem sie hier noch mit einbringen, so redet sie über ihre Tochter. Eben redet sie von wegen, sie wissen nicht, was es heißt, eine Mutter zu sein. Und jetzt redet sie aber so abweisend wegen Liara. Und wir haben eben gesehen, die Rachni-Königin ist dort in dem Tank drin. So. Liara ist hier, weil sie zu meiner Crew gehört. Wirklich? Was hast du ihr über mich erzählt, Liara? Was hätte ich sagen sollen, Mutter? Dass du den Verstand verloren hast? Dass du böse bist? Sollte ich erklären, wie man dich tötet? Was hätte ich sagen sollen? Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten. Okay. Und was ist mit Ihrer Tochter? Wollen Sie das wirklich wagen, hier anzugreifen? Ich kann nicht glauben, dass Sie Ihre eigene Tochter töten würden. Ich erkenne jetzt, dass ich hätte strenger mit ihr sein müssen. Oh. Hey, ich bin in Stase. Ich kann mich nicht bewegen. Und da kommen ihre Asari-Krieger. Los geht's. Holy shit. Venesias Stärke-Level ist aber zur Hälfte schon runter. Oh, da kommen die Geth. Ach, jetzt wurde ich von der anderen Seite angeballert. Nein, mein Leben! Okay. Das müssen wir nochmal machen. Da schieße ich gerade nach vorn, weil da der Sniper war und rechts, aber ich habe rechts nicht aufgepasst. Ich hätte mich zurückziehen müssen. Wurde von der rechten Seite angeballert, wo ich nicht hingeguckt habe, und das war ein harter Treffer, ey. Sofort tot. Okay, nochmal. Sie wissen nicht. Wie es ihre doch, ich weiß. Erwarten Sie kein Mitgefühl. Ganz gleich, wen nochmal Sie das gleiche Gespräch wie eben. Haben Sie schon mal eine Asari-Kommando? Ich kann nicht. So, jetzt geht's weiter. Die Asari am Anfang war ja schnell weg, aber die Geth war dann von rechts, ey. Muss ich aufpassen. Oder mir vorher nochmal eine Barriere aktivieren. Damit ich da so eine harten Treffer wenigstens noch ein bisschen abwehren kann. Ich mache ihn fertig. Die Kisten fliegen. So, da kommen die Geth. Machen wir eine Barriere an. Mal gucken, dass man genug Deckung hat. So wie hier diese Barrieren da. Den wollte ich noch ausweichen eigentlich. Okay, ich sehe nur noch einen roten Punkt. Okay, das sind doch ein paar mehr. Das ist Venesias Schüsse halt, die auch ziemlich heftig sind. Die steht halt da. Die hat mich, glaube ich, erwischt. Ich muss aber da hinten noch kurz hin. Da ist nämlich noch ein anderer Gegner. Und da ist die Rachni-Königin. Die guckt auch nur zu. Der da muss weg. Der Scharfschütze. Er ist weg. Verstärkung. Aber sie wird schwächer. Sie wird immer schwächer. Rein da. Einer weg. Irgendwie hänge ich fest. Komm. Boah, wir sind eingezäunt hier. Komm von beiden Seiten.
Da hinten noch einer? Ja, ein Scharfschütze. Und der ist weg. So, jetzt haben wir sie. Es ist noch nicht vorbei. Saren kann nicht aufgehalten werden. Mein Verstand ist voll von seinem Licht. Alles ist so klar. Was plant denn Saren, wenn alles so klar ist, hä? Reden Sie, Benesia. Was plant Saren als nächstes? Ich werde ihn nicht verraten. Sie werden... Sie... Hören Sie zu. Saren ist noch in meinem Kopf und flüstert mir Dinge zu. Ich kann seine Beeinflussung bekämpfen, kurzzeitig. Aber die Indoktrination ist so stark. Hallo, Sie sind eine Materialchen, ey. Die könnt ihr aber dagegen halten. Wie die Asari auf Pharos, genau. Auf Pharos sind wir Shiala begegnet. Sie hat uns von der Indoktrination durch die Sovereign erzählt. Es ist schrecklich, in seinem eigenen Verstand eingesperrt zu sein. Von innen an das Glas zu hämmern, während die eigenen Hände quälen und töten. Ich war machtlos. Nichts als ein Instrument in Sarens Händen. Er schickte mich hierher, um herauszufinden, wo das Mu-Massenportal ist. Sein Standort galt tausende von Jahren als verschollen. Ein weiteres Massenportal, was wir noch nicht gefunden haben. Okay, aber wie verliert man denn ein Portal? Wie kann etwas so Großes verloren gehen? Vor 4000 Jahren wurde ein naher Stern zur Supernova. Die Druckwelle schleuderte das Portal aus seinem System, beschädigte es aber nicht. Es ist unmöglich, seine genauen Vektoren und seine Geschwindigkeit zu ermitteln. Während die Jahrtausende ins Land gingen, verhüllte es der Nebel, den die Nova erzeugt hatte. Es ist schwierig, ein kaltes Objekt im interstellaren Raum zu finden. Besonders eines, das von heißem Staub und Radioaktivität umhüllt ist. Ja. Und deshalb sind Sie hier? Sie möchte die Information gerne aus der Rachni rausbekommen, weil die ja auch schon tausende Jahre alt ist. Es wurde auf Noveria gefunden? Vor 2000 Jahren besiedelten die Rachni diese Gegend unserer Galaxis. Sie entdeckten das Portal. Die Rachni können Erinnerungen über ganze Generationen teilen. Und Königinnen können das Wissen ihrer Mütter erben. Ich konnte den Standort des Portals in den Gedanken der Königin lesen. Dabei war ich nicht gerade zimperlich. Jetzt bedauern Sie Ihre Taten sogar? Sie können noch immer das Richtige tun. Teilen Sie diese Information mit mir. Ich war nicht ich selbst, aber ich hätte stärker sein müssen. Ich habe die Daten auf eine OSD geschrieben. Nehmen Sie sie. Bitte. Es reicht nicht, nur die Koordinaten des Portals zu kennen. Weißt du, wohin er von dort aus wollte? Saren wollte mir sein Ziel nicht mitteilen. Aber sie müssen es schnell herausfinden. Ich habe ihm die Koordinaten übermittelt, bevor sie eintrafen. Sie müssen mich aufhalten. Ich kann nicht. Seine Zähne sind ganz nah an meinem Ohr. Seine Finger streichen über meinen Rücken. Sie sollten... Oh, sie sollten... Mutter! Ich... Geh nicht! Kämpfe gegen ihn an! Ich war immer so stolz auf dich, Liara. Stirb. Er hat sie wieder unter Kontrolle. Aber wir können leider die Matriarchin nicht retten. Aber das Gute war, dass Liara sich wenigstens noch verabschieden kann hier von ihrer Mutter. Also doch gar nicht so schlecht, dass wir sie dabei hatten. Habt ihr die da hinten? Nein. Eine weitere Asari-Kommando. So, die haben wir auch. Ich bin am Ende. Sie müssen ihn aufhalten, Shepard. Sie lebt ja doch noch. Bleiben Sie bei uns. Warten Sie, wir haben Medigel. Vielleicht können wir damit... Nein, er ist noch immer in meinem Kopf. Ich bin nicht vollständig ich selbst. Das werde ich nie wieder sein. Mutter,
Gute Nacht, Kleines. Ich werde dich in der Dämmerung wiedersehen. Kein Licht? Es hieß doch immer, man würde ein helles... Oh. Oh. Leider kein Licht. Dafür jetzt ewige Dunkelheit für dich. Die Rachni-Königin ist aber noch da. Die hier dient als unsere Stimme. Wir können nicht singen, nicht in dieser Enge. Eure Musik ist farblos. Okay, die Rachni-Königin hat die Asari gerade übernommen. Mit singen meint sie einfach nur, sie können nicht sprechen. Also sie können unsere Sprache nicht sprechen, weil unsere Musik, also unsere Sprache, ist für sie farblos. Sie kann es nicht erkennen, nicht verstehen. Jetzt reden wir mit der Rachni-Königin durch den Körper der Asari. Wir haben genug Plasma in sie reingepumpt, um einen Panzer zu zerfetzen. Dieses Gefäß wird bald zerbrechen. Und doch wehrt sie sich. Du kannst ihre Größe allerdings nicht sehen. Wir hauchen ihre Glut an. Wir sind die Mutter. Wir singen für jene, die zurückblieben. Die Kinder, die ihr für verstummt hieltet. Wir sind Rachni. Okay, Sie sind eine Art Anführerin? Ja, sie ist die Königin, Mensch. Kontrollieren Sie die Asari? Ja, machen Sie auch. Komm zum Punkt, was möchtest du von mir? Ich bin nicht hergekommen, um mit Ungeziefer zu quatschen. Du bist nicht im Einklang mit jenen, die uns zu kontrollieren hofften. Was wirst du singen? Lassen Sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? Sehen Sie die Tanks da? Säure. Stark genug, alles zu töten, unabhängig von der Biologie. Sie hätten die Tanks nicht angebracht, wenn Sie keine Angst gehabt hätten, dass sie sich losreißen könnte. Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben die Kroganer zu weit gehen lassen. Wir haben jetzt die Chance, gleichzuziehen. Sie hat uns nichts getan. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien. Oder unser Volk wieder der Stille der Erinnerungen zu übergeben. Ja, jetzt ist natürlich das ist eine wichtige Entscheidung für auch die weiteren Spiele, was Mass Effect angeht. Denn, man kann sich hier dafür entscheiden, ob die Rachni wieder ausgelöscht werden oder ob sie wieder Teil des Universums werden. Natürlich muss man da mit ihr noch ein paar Sachen abklären, dass sie, nicht versucht, hier wieder Kriege zu führen. Deswegen fragen wir sie einfach mal nach ihren Plänen. Wenn ich sie leben lasse, werden sie dann wieder andere Rassen angreifen? Nein. Wir... Ich weiß nicht, was im Krieg passiert ist. Wir haben nur Missklänge gehört, Lieder mit der Farbe öliger Schatten. Wir würden einen geheimen Ort suchen, an dem wir unseren Kindern Harmonie lehren könnten. Wenn sie verstehen, kommen wir vielleicht zurück. So gut gemacht, die Stimme mit dem Flüstern im Hintergrund noch. Okay, das ist also ihre Pläne. Sie möchte einfach nur leben. Und ja, einfach ihre Spezies am Leben halten. In Frieden aber auch.
Sind Sie Überlebende des Kriegs? Ein Klon? Das wissen wir nicht. Wir waren nur ein Ei und hörten Mutter in unseren Träumen weinen. Ein Klang aus dem All brachte eine Stimme nach der anderen zum Schweigen. Er zwang die Sänger, mit seiner eigenen, bitteren Melodie mitzuschwingen. Dann erwachten wir hier. Das letzte Echo jener, die von dem singenden Planeten stammen. Der Himmel schweigt. So, also, ja, wie gesagt, sie werden jetzt sterben. Ich werde sie nicht töten. Ich werde sie befreien. Das können wir uns auch aussuchen. Nicht töten, da lassen wir sie einfach hier. Ist auch ein bisschen blöd. Ich kann sie aber auch freilassen. Und ich kenne alle Wege, also ich habe beides mal gemacht, ich habe sie mal getötet und auch am Leben gelassen. Ich kann euch aber sagen, wenn man sie am Leben lässt, ist das Ganze viel, viel interessanter für die nächsten Teile. Deswegen werde ich sie auch jetzt wieder befreien, weil es einfach cool. Ich werde nicht ihre gesamte Rasse vernichten, sie werden überleben und frei sein. Du wirst uns die Chance geben, uns neu zusammenzusetzen? Wir werden uns an dich erinnern und unseren Kindern von deiner Güte vorsingen. Macht's gut, verehrte Königin. Das Gute ist, wenn eine Grachni-Königin sagt, wir werden uns an euch erinnern, dann meint sie das auch so. Vorbildlich, plus 24. Okay. Und hier haben wir noch eine Datenkiste hier. Was haben wir da drin? Nix. So, wir sind durch. Wir können den Raumhafen hier auch wieder verlassen oder auch schon den ganzen Planet. Wir haben die Grachni-Königin befreit. Leider ist Matriarchin Benicia gestorben. Mission erfüllt. Sie haben die Matriarchin besiegt und die Rachni in den Hochsicherheitslaboren eliminiert. Also die bösen Rachni, die konnte man sowieso nicht mehr retten, aber die Königin ist frei. Verlassen Sie jetzt die Rift-Station mit dem gleichen Zug, mit dem Sie hergekommen sind. Also wieder zurück zum Zug und dann können wir hier weg. Ja Leute, heute war wieder eine längere Folge, aber ich wollte das gerne abschließen hier. Es ist auch erstens die das Treffen mit Benicia ist so gut. Und dann auch hier, dass Liao dabei war. Und die Rachni-Königin ist einfach super. Und da haben wir doch schon hier das Symbol für den Zug. Also, in der nächsten Folge verlassen wir die Anlage hier. Ich hoffe, euch hat das heute Spaß gemacht. Auch wenn ihr das Spiel noch nicht kennen solltet, das war einfach eine geile Folge, finde ich. Also auch mit den Rachni und Benicia. Ist mega. Also, danke für eure Unterstützung und den Daumen nach oben und dann bis morgen zur nächsten Folge von Mass Effect. Ciao, ciao.